Jo, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Super Mario Odyssey. Wir machen weiter im... Wie heißt denn dieses Land hier nochmal? Steht doch hier, wa? Seeland. Seelegon. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal weiter. Ich habe bestimmt ein paar kleine... Bestimmt ein paar kleine Monde vergessen. Deswegen schauen wir mal, dass wir ein paar nachholen. Und diese hier wurden ja jetzt freigeschaltet. Tic-Tac-Turnier 1. Da gibt es mit Sicherheit auch noch ein paar mehr. Ich glaube, im Wüstenland waren es 3. Könnten es hier ja auch 3 sein. Man weiß es nicht. Wir werden es herausfinden. Wir werden es herausfinden. Und hier vibriert auf jeden Fall was. Deswegen würde ich hier auch gerne einmal eine Stampfattacke machen. Und wie wir sehen, ist dort auch ein Mond versteckt. Was haltet ihr eigentlich davon, wenn ich am Ende oder zwischendurch mal so Videos mache, wo ich zeige, wo in bestimmten Leveln alle Monde sind. Dafür muss ich natürlich erstmal alle Monde kriegen irgendwo, aber allgemein so die Idee ist, denke ich, ganz cool und kann auch einigen Personen helfen. Deswegen möchte ich das gerne machen. Ich habe das auch schon angefangen für... Ah, warte mal, hier unten waren wir noch gar nicht drin, oder? Waren wir unten schon drin? Lass uns mal da runtergehen. Nee, da wollte ich doch noch rein. Stimmt. Aha, sehr schlau von dir. Jetzt brauchst du keine Luft mehr holen. Okay. Ja, da hatten wir versucht, einmal runterzukommen, aber wie wir sehen, das ist... Ups. So tief, das kannst du vergessen. Da kommst du ohne Cheep Cheep nicht hin. Und da ist wieder Toad. Toad, was geht ab? Was machst du hier? Erzähl mal. Mario, wie schön, dich hier zu treffen. Jep, ich bin's wirklich, Captain Toad. Ich bin gerade in der ganzen Welt unterwegs und suche nach Power Mountain. Also, Schwimmen mit Rucksack ist wirklich mehr als beschwerlich. Ich weiß gar nicht so recht, wie ich hierher gekommen bin. Oh, aber dafür habe ich unterwegs diesen Mond gedeckt. Den schicke ich dir. Na, danke schön. Bäm, lasst uns schwimmen, Captain Toad. Ja, sorry, aber... ich weiß manchmal nicht, die vertonen soll. Deswegen, ich mache das einfach immer spontan. Wenn ich das mal unterschiedlich mache, dann bitte nicht böse sein. Ups, ich wollte dich nicht schlagen. So, der Vogel, der würde uns ja definitiv noch was geben. Und was ist hier? Ich wollte eigentlich Blumen pflanzen, aber ich habe meine Samen in einem stacheligen Tunnel verloren. Stacheliger Tunnel, da kenne ich eigentlich nur einen. Und zwar da, wo wir herkommen. Ist natürlich jetzt nur die Frage, ob wir da direkt hingehen sollen oder ob wir erstmal uns hier umgucken noch, ob hier irgendetwas Neues erschienen ist irgendwo. Ja? Das ist natürlich jetzt die Frage. Da drin, den hatten wir geholt, ne? Den Mond. Und da wir jetzt alle dieser Schuppenmünzen gekriegt haben, können wir ja auch diese ausgeben. Weil wir wissen, ist das ja mal passgenau auf die Sachen im Shop angepasst. Und somit... Oh nein, nein, ich wollte da noch was kaufen. Danke. Genau, ja klar, das will ich auch noch haben. Und dann gucken wir uns gleich mal die Odyssey an. Die müsste ja irgendwann ziemlich vollgestellt sein und auch vollgeklebt, oder? Ich meine, ich weiß zwar nicht, wie viele Länder bzw. Level es gibt insgesamt, aber es werden ja wohl nicht nur 4 Stück sein, oder? Na, vielleicht doch, wer weiß. Wer weiß. Diese Shop-Musik auch. So. Dann gehen wir hier mal raus. Mal gucken mal hier rein. Da war doch ein Stein vor der Tür. Der Fels ist weg. Du kannst jetzt hinein. Mir top. Würde ich auch gerne. Aber was ist denn hier? Achso, da oben waren wir ja schon drauf. Sorry. Oh, die Musik wieder. Sehr cool. Was geht ab?
Ich möchte es ja wirklich reparieren. Aber es wirkt einfach viel zu viel. Okay. Okay, das ist ein Gebäude. Und ich muss es jetzt vervollständigen, oder was? Okay. Ah, ja. Ich kann das jetzt immer kippen. Und jetzt muss ich das irgendwie so hinbekommen, dass ich das nur noch... ja, irgendwie da reinbekomme. Also so schon mal nicht, alles klar. Müssen wir das nochmal drehen? Nee, noch ein weiter. So. So auch nicht. Normal müsste das ja so... warte mal, warte, nein, ey! Wenn ich jetzt so kippe... ja, das ist nicht einfach. Ich muss irgendwie... dieses Teil nach hinten bekommen, dieses Loch, was unten drunter ist. Das muss ich irgendwie so. Jetzt ist es hinten. Und wenn ich das jetzt aufstelle, dann ist es genau falsch rum. Also muss ich ihn noch einmal drehen. So wäre richtig. Okay. So. Jetzt bin ich wieder genauso wie vorher, wa? So, und jetzt haben wir wieder die Mauer vorne. Hä? Was soll das denn? Geschafft! Ja, okay. Mit Ausprobieren kriegt man das dann doch hin. Aber wie gesagt, so einen richtigen Plan dabei habe ich irgendwie nicht. Also, klar, ich verstehe schon, aber dieses Seitendrehen und sowas. Sag mal. Spring mal hoch. Hm. Wenn nicht, ciao! Gucken wir uns nach dem nächsten Mond um, den wir hoffentlich so bald finden werden. Jetzt könnte ich natürlich hier rausgehen. Aber alles, was hier ist, das habe ich ja schon, ne? Hm. Wo gibt es denn noch was Neues? Da hinten waren wir auch schon drin. Gehen wir hier mal hoch. Mir fehlt ja auch eigentlich nicht mehr viel, ne? Außer halt Monde. Außer... ah, warte mal! Mir fällt was ein. Diesen einen Mond. Den hatten wir ja nicht geholt. Den hatten wir hier... freigeschaltet. Und dann habe ich mich doch gewundert, hä? War da oben drauf nicht ein Mond? Und habe einfach voll verpeilt, dass ich den hier durch freigeschaltet hatte. Schön dummelig, wa? Den holen wir jetzt direkt nach. Und zwar... nee, das wollte ich nicht. Nee, das will ich nicht. Ich wollte eigentlich... so, und dann... warte mal. Wird doch wohl irgendwie da hochkommen, oder? Nee, der geht immer da rein. Dann nehme ich doch dieses Drehding. Toll, Mario. Das hast du sehr gut gemacht. Geht doch. Bäm. Was ist wohl in der Kiste? So, dann gucken wir mal. 13 Stück fehlen uns noch. Boah. Ich kann natürlich jetzt nicht versprechen, dass ich alle jetzt finde. Weil 13 sind ja schon noch eine Menge. Aber ich würde trotzdem noch mal gerne zu diesem... Bosskampffläche gehen, weil da ist letztes Mal ja auch noch einiges passiert. Zumindest in der Wüste ist dann da noch einiges aufgetaucht. Da konnten wir, glaube ich, noch drei oder zwei Powermonde holen. Das wäre ja cool, wenn das hier auch so ist, ne? Okay, zumindest
Eine von diesen Dingern ist da. Hä? Nochmal! Wollen diese Stampf-Sprung-Attacken machen? Und! Oh! Das war knapp. Tic-Tac-Turnier. Weil bevor ich das hier mache, was dann immer etwas länger dauert, oder diesen hier, der mir nicht immer gelingt, dachte ich mir, mache ich einfach die Stampfattacke. So. Wo könnte es denn noch etwas Neues geben? Was ist das da überhaupt? Was ist das für ein Kasten? Das interessiert mich ja jetzt gerade schon, ne? Wie komme ich denn da hin? So, das da vorne haben wir gemacht, ne? So, dann gucken wir nochmal in diesem Bereich hier. Ob wir hier denn noch was finden. Ich glaube zwar nicht, aber vielleicht ja doch. Zumindest ist Toad da, der würde uns auf jeden Fall Tipps geben. Ach doch, warte mal, in der Stachelröhre soll ja noch was sein. Das hatten wir? Nein, das haben wir doch schon gemacht. Lass mich in Ruhe. So, dann gucken wir mal hier in dieser Stachel irgendwas, ob wir da wirklich noch etwas finden. Und ja, da ist doch tatsächlich direkt schon unser Samen. Mario, nimm dir den mal. Und dann schwimmen wir hoch. Und bringen den mal zurück. Können wir hier überhaupt zurück? Ja, können wir. Definitiv mit diesem Ding hier. So. Jetzt müssen wir noch... Warum war der Vogel da drauf? Könnte auch noch was sein. So. Und nach diesem Level hier gehen wir definitiv mal zurück in die... Ach, da hinten waren wir auch schon... Achso, das ist dieser Geheimraum. Aber da könnte man eigentlich doch mal drauf gehen, oder? Also dann gehen wir auf jeden Fall noch mal in das Kaskadenland und in Zutland, weil da ist auch mit Sicherheit mittlerweile auch einiges erschienen. Allein schon, weil wir ja diesen Hinweis bekommen haben hier. Dieses Hinweisbild. Das wird ja wohl irgendwas bedeuten. Guck mal hier. Verdammt. Warum muss man das auch immer werfen? Zack. Aha. Bitte schön. Ach, jetzt muss ich warten, ne? So, dann gehe ich diesen Gang hier nochmal ab und untersuche den komplett. Ob hier irgendwo hinter oder oben drauf oder so noch etwas ist. Hier anscheinend nicht. So. Vielleicht müssen wir auch alle Münzen einsammeln, was ich zwar nicht glaube, aber... Nee, das will ich auch nicht versuchen. Das wird zu viel Stress, das will ich nicht machen. Es gilt sich auf jeden Fall umzugucken. Und sich vielleicht auch mal fallen lassen muss oder so. Könnte ja durchaus auch sein. So. Dann lasse ich mich mal los. Und gucke mich mir erstmal ein bisschen um, ne? Bevor ich jetzt hier weiterfliege. Okay. So. Von Teil zu Teil. Und dann... So. Dahinter ist nix. Ist nix. Gar nix. Aber in so einem Challenge-Raum sind ja auch wie ja, man meinen kann... Immer zwei Monde. Einen haben wir. Und hier ist auf jeden Fall auch mal das Teil zum Springen. Wie wär's denn, wenn wir hier einfach mal drauf gehen? Und dann einfach mal. Noch so ein Ding. Eine Kiste finden.
mit einem Mond. Akrobatische Zugabe. Das ist der nächste Mond in dieser Challenge. Nice. Nice. Hi, oh, ja, genau. Hallöchen. Diese Fische mit ihren kugelrunden Körpern sind ja sowas von niedlich. Ich würde ja so gern mal einen von nahen sehen. Ah, hier müssen wir also einen Cheep-Cheep holen. Das ist doch leichter getan als gesagt. So, und ab geht's. Ich habe übrigens auch mal ein paar Maibos auf Erkundungstour geschickt. 3 Stück. Mehr als 3 geht anscheinend nicht. So, und rein da. Bitteschön. Jetzt hast du einen. Niedlichkeitsalarm. Es ist kaum auszuhalten, wie niedlich so ein Fisch ist. Danke für deinen Besuch, mein kleiner Freund. Kann ich dir vielleicht einen Mond anbieten? Klar. Bam. Danke dafür. Ah, den letzten kleinen Mond habe ich in dieser Rauche gefunden. Hä? Als ob ich die vorher noch nicht hatte. Wollt ihr mich veräppeln? Das könnt ihr mir nicht erzählen. Als ob ich hier noch nicht drin war. Lol. So, und wo ist der Mond jetzt? Ich hab dich gesehen, wo der Mond gespawnt ist. Ach da. Hab ihn. Nice. Bam. Mondstücke im See. Okay, Leute, da ich keinen Mond mehr finde, fahren wir einfach mal irgendwohin zurück, würde ich sagen. Hier, du kriegst noch mal ein paar Monde. Dann geht es ab zurück zum Hutland, würde ich sagen. So, ab geht's zurück ins Hutland. Gucken wir mal, was es da so für uns gibt. So, da bin ich mal gespannt, wo er jetzt landen wird. Und ob wir jetzt auch Monde finden. Da sind wir wieder zurück. Ah, jetzt können wir darüber. Scheinbar können wir dort jetzt rüber. Und da hoffentlich auch irgendwie. Und. Wow, das war schon fast ein Stückchen zu weit. Aber wie komme ich denn da dran? Ein bisschen weit oben, oder? Wenn man da was drauf wirft, kriegt man bestimmt auch einen Mond. Aber ich weiß ja nicht. Wie komme ich denn da jetzt wieder hoch? Hilfe! Oh. Easy! Ist das Ungeheuer wirklich weg? Jo, auf jeden Fall. Hallo, ist das für eine Frage? Wenn ich das verscheuche... Oh, und es gibt jetzt die Währung hier. Cool. Die Hüte, sehen echt gut aus. Schön. Ist hier auch was drin? Im Nebel versteckt? Könnte ja sein. Oder auf dem höchsten Berg. Wir lernen ja dazu. Beziehungsweise ich lerne dazu. Na du? Ich habe gehört, dass sich jetzt eine andere seltsame Gestalt oben auf dem Turm aufhält. Hört das denn nie auf? Da müssen wir aber mal gucken gehen. Eine andere seltsame Gestalt. Ah, jetzt verstehe ich, wie man da hinten hinkommt. Ah. Okay. Man sollte also gar nicht mit Mario hier rüberspringen. Sondern mit dem Fresh. Lol. So, erstmal wissen wir. Na! Ah. Aha.
Es war ja schon fast klar, dass man hier auf jeden Fall noch weiter nach oben kann. Und jetzt im Mond. Ja, Tatsache. Vorschüpfen über dem Nebel. Ja, danke dafür. Ich hoffe, ich komme jetzt wieder zurück hier. Wuhu! Aber auch mit Mario haben wir das geschafft. Das ist doch mal bemerkenswert, oder? Da hinten ist noch was. Das ist wieder so ein komischer Block. Aber da will ich erstmal nicht hingehen. Ich lass den Frosch mal wieder in Frieden. Guck mich hier nochmal ein bisschen. Oh, obwohl. Ich glaube, es ist gar nicht so blöd, den Frosch noch weiterhin zu benutzen. Komm mal her! Danke. Ab geht's. Denn da unten ist noch etwas. Das sieht für mich auch nach einem Mond aus. Ups. Nee? Okay. Komisch. Da hätte ich jetzt doch was anderes erwartet. Kann ich da drunter stehen? Vermutlich nicht, ne? Lass mich in Ruhe! Ich will mal versuchen, den da zu kriegen. Kriege ich dich? Du fliegendes Etwas? Ja! Oh, scheiße. B! B, fliegen! Ja. Okay. Naja. Ich würde sagen, ich versuche das im nächsten Part nochmal. Falls euch das gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Kommentare würde mich freuen. Und falls ihr nicht mehr verpassen wollt, lasst dann ein kostenloses Abo da. Bis zum nächsten Mal und ciao!